Positiv, Lieutenant. Sind in Position. Perfekt. Ach, keiner die Cops sind am Start. Ja, aber die sind doch zu Hause, oder? Also die warten doch bei mir an der Wohnung. Okay, oder nicht? Zum Glück hat die Streife den Wagen gesehen. Was macht er da drin? Ach, Scheiße, wer die weiß? Wissen, wo wir sind. Sie sind hier der Profiler. Sitzen direkt im Hirn des Mörders. Das ist es ja. Oh, man, was ich von Ethan Mars weiß, passt überhaupt nicht ins Profil des Killers. Woher weißt du denn jetzt, die wo wir sind? Verlassen sich eher auf durch das Auto? Auf ihre Theorien. Aber wieso? Sie erkennt ja, woher soll sie das Auto kennen? Weiß ich was macht nicht. Sie da? Verdammt, was macht die Kleine da? Wenn Mars rauskommt, wird gefährlich für sie. Und jetzt? Soll sie raus? Nein, zurückbleiben. Zurückbleiben. Das ist die große Frage. Wollen wir direkt da rein? Machen wir uns hier eigentlich verdächtig? Ja, letztendlich haben wir nichts getan. Also, wir gehen einfach in ein Haus. Ja, aber können wir eventuell auch an der hier seitlich einfach reingehen? Nee, können wir nicht. Schade. Na gut. Stolpert uns dein Ethan jetzt entgegen, oder was? Vielleicht wohnt sie da. Wie auch immer, da darf auf jeden Fall keiner rumhängen, wenn Mars rauskommt. Ethan, was ist los? Die Polizei, da draußen, ich glaube, die wollen sie verhaften. Wir müssen woanders raus. Okay, sie hilft uns jetzt beim Fliehen. Scheiße, was macht der bloß da drin? Auf meinen Befehl geht's los. Nein! Jetzt nicht! Kommen wir da durch? Was auf, Benny? Gib mein Bestes. Ah, sehr schön, okay. Ja, sehr gut. Ein Brett nach dem anderen. Und das letzte. Ach nee, doch nicht. Einfach hier hochklettern. Geht das? Es ist zu hoch. Was gibt's denn sonst noch hier? Da hinten ist noch eine Tür, wo die Kiste steht. Hier ist aber auch noch eine Tür. Na, da ist der Haupt. So. Eingang. Da hinten. Ja, ich versuche da hinzukommen. Kann man aber nicht mit agieren? Nee. Achso, vielleicht können wir die Kiste vor das Fenster schieben. Ach so. Ja, das wäre natürlich auch eine Option. Ja, los, Madison. Do it! Sehr gut. Zugriff auf meinen Befehl. Oh, Scheiße. Sie bleiben hier. Okay. Kommt nicht in Frage. Ich komme mit Ihnen. Zwei Männer an die Tür. Position halten. Zugriff. Und los, wir müssen raus. Jetzt klemmt das blöde Fenster auch noch. Ich werd irre. Los, mach auf. Sehr gut. Los, hier entlang. Komm, komm schnell. Dann reiß dich zusammen. Ja, ich muss. Also ohne Madison wäre er komplett am Arsch, Alter. Ist er so hilflos? Naja, der hätte schon das erste Ding nicht überlebt. Hätte sie ihn noch nicht zusammengeflickt. Oha! Ja, er sieht es natürlich wieder. Beeilung! Schnell! Ich kann nicht. Hände hoch! Scheiße! Lieutenant? Ein Mann und eine Frau. Ah, schön in Deckung gegangen hinter der Mülltonne. Sehr gut. Scheiße. Die ist doch vorhin rein! Alle Mann runter! In die Gasse! Hinterher! Oh, wir müssen in den U-Bahnhof. Schnell rüber über die Straße. Das ist gerade Stau. Wir haben Glück. Chinatown oder wo? Oh, no, 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 no.
Das wollte ich nicht. Hätten wir es in die U-Bahn geschafft? Also schaffen können? Ich glaube ja. No! Kriegen wir jetzt nochmal einen Versuch, oder? Das weiß ich nicht. Ich glaube, wir sind gescheitert. Und müssen mit den Konsequenzen leben. Na, ist natürlich, ne? Wenn er festgesetzt ist jetzt irgendwie, kann er jetzt keine weiteren Prüfungen machen. Ja, aber auf Indizien kannst du doch nicht einfach jemanden festhalten, oder? Also natürlich, maximal 48 klar. Stunden in Amerika, aber das ja, war's doch. Reicht ja auch aus, irgendwie. Also, mal auf, ja. Okay, das heißt jetzt also, wir werden ihn wahrscheinlich jetzt verhören mit Aiden. Ich bin nicht Ihr Richter, Ethan. Ich will nur das Leben Ihres Sohnes retten. Noch ist Zeit, aber nicht viel. Helfen Sie mir, Ethan. Was wissen Sie? Ich bin sicher, Sie hatten Ihre Gründe für Ihre Taten. Sie wollten bestimmt niemandem wehtun, nur irgendwie dem Schmerz entkommen. Ich werde Ihnen helfen, das dem Richter zu erklären. Lassen Sie Sean nicht sterben. Sagen Sie, was Sie wissen, und wir können ihn retten. Wir überzeugen ihn. Das Spiel ist aus. Was bringt Ihnen denn ein weiteres Opfer? Hä? Man denkt doch drüber nach, das ist sein eigener Sohn. Hä? Versucht doch auf die Schiene raufzugehen. Okay, Opfer, vielleicht das so. Schauen Sie, Ethan. Sehen Sie sich das an! 8 Fotografien. 8 Leben. Ausgelöscht. Ertrunken. Im gottverdammten Regen. Erkennen Sie ihn, hä? Ihren Sohn, Ethan? Das ist Sean. Er ist immer noch am Leben. Reden Sie, Ethan! Sagen Sie was! Reden Sie. Ich habe meinen Sohn gekidnappt. Was? Aber ich kann mich nicht daran erinnern. Ich weiß nicht, wo er ist. Naja, dadurch, dass er diese Blackouts hat, denkt er wahrscheinlich halt... Er hat das getan und folgt jetzt seinen eigenen ich bin der einzige Hinweisen, Mensch, die er sich selbst gegeben hat. Du bist immer skeptisch. Sie wollen ihn retten, ohne zu wissen, wo er ist. Das ergibt doch keinen Sinn, Ethan. Ich liebe meinen Sohn. Ich liebe meinen Sohn. Wenn sie mich hier behalten, wird Sean sterben. Na toll, mach mal die Kamera aus, Alter. Im Ernst, mir ist ihr Motiv egal. Ich will nur eins wissen. Wo verstecken sie Sean? Ich weiß es nicht. Ich hätte ihn gerettet, wenn ich es wüsste. Okay. Ihre letzte Chance, Ethan. Diesmal überlegen Sie genau, bevor Sie antworten. Wo ist Sean? Ich sagte Ihnen, ich weiß es nicht. Aha! Falsche Antwort. Carter, halt! Ich werde Sie dem Boss melden. Na los! So verschwinden Sie hier! Ich konnte sie noch nie ausstehen, Norman. Und jetzt verpissen sie sich. Ich würde nicht gehen. Also, kannst auch eingreifen. Okay, andere eingreifen. Blake, was machen Sie? Der Typ ist ein Killer. Er hat keine verdammten Scheißrechte. Und er wird jetzt alles ausspucken.
Ja, mach doch mal was. Was denn für ein Eingreifen? Verteidigen? Auch wenn er es war, Sie haben kein Recht, ihn zu schlagen. Auf welcher Seite sind Sie? Verteidigen Sie etwa dieses Stück Scheiße? Nein, nur das Gesetz. Und das Gesetz sagt, er ist unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist. So sieht's aus. Der Typ hat keine Rechte, klar? Überhaupt keine. Ist ja wie so ein Pitbull, den du von alleine gelassen hast, ey. Hä? Warum geht er denn jetzt einfach raus? Bleibt doch hier, geht wieder rein. Entweder holt er jetzt den Chef. Okay. Wo ist der Chef? Wo Chef? Ist hier Chef? Da Chef? Blake prügelt gerade ein Geständnis aus Ethan Mars. Sie müssen etwas tun! Was ist wichtiger, Norman? Sean Mars zu finden oder dem Abschaum ein paar Kratzer zu ersparen? Wo gehobelt wird, da fallen nun auch mal Späne. Verdammt nochmal! Ethan Mars ist unschuldig! Wir müssen Sean weitersuchen, wenn wir noch eine Chance haben wollen, ihn lebend zu finden. Der Fall hat Sie zu sehr mitgenommen, Norman. Ein bisschen Urlaub würde Ihnen gut tun. Was ist denn das für ein Polizeirevier? Ja, vor allen Dingen halt, er ist vom FBI, ne? Also normalerweise würde da keiner irgendwie auch nur kommen. Wir machen das hier so. Was? Jetzt kann er entweder die Tabletten nehmen. Ach, dieses Zeug, ja, nimmst stimmt. Nimmst du jetzt die Tripto? Ja. Okay, was? FBI ballert sich selbst weg. Okay, cool. Ich wusste ja nicht, dass du Klavier spielen kannst, Zimmer. Ist ja der Wahnsinn. Ihr Wodka, Sir. Oh, unser Wodka, wunderbar. Lecker Wodka. Danke. Wir sind auch wieder Sie in diesem virtuellen Raum, besorgt, ne? Wenn ich das so sagen darf. Da kriegen wir Wodka? Haben Sie Probleme mit dem Fall? Der wird halt nicht echt sein, ne? Blake ist sicher, dass Mars der Killer ist. Sie nicht? Ich dachte, es gäbe dafür einiges an Beweisen. Das stimmt. Aber es macht keinen Sinn. Sein psychologisches Profil passt nicht. Genauso wenig wie sein Geoprofil. Dieser Mann ermordet nicht 8 Kinder und entführt dann seinen eigenen Sohn. Macht halt keinen Sinn. Mars ist nicht der Origami-Killer. Da wette ich drauf. Und wer dann? Ich habe keinen blassen Schimmer. Sie könnten doch noch mal in aller Ruhe Ihre Hinweise durchgehen. Genau das hatte ich gerade vor. Oh, da wäre noch eine Sache. Sie sollten auf keinen Fall zu viel nehmen von, Sie wissen schon. Kann gefährlich sein. Äußerst gefährlich. Woher weiß er denn davon? Ich gebe mir Mühe, naja, er spricht mit seinem Unterbewusstsein, also. Es ist schwer. Und es wird jeden Tag schwerer. Es bringt sie um, wenn sie nicht aufpassen. Das wäre höchst bedauerlich. Also, wenn die harter Entzug ab jetzt. Mal gucken. Es bringt uns um. Aber wir können so gut Klavier spielen. Ari on. Okay, wir gehen jetzt also anscheinend nochmal den Hinweisen irgendwie offen was durch.
Sieh an, es gibt etwas Neues. Die Videoaufzeichnung vom Park am Tag, als Sean Maas verschwunden ist. Ich glaube nicht, dass da etwas drauf ist, aber wer weiß. Ne, lass uns die trotzdem anschauen. Wie kann ich jetzt hier analysieren? Ein Chevrolet mit übereinstimmenden Reifenspuren fuhr um 16.02 Uhr in Richtung Park und um 16.37 Uhr in die entgegengesetzte Richtung. Könnte mit der Entführung von Sean Maas übereinstimmen. Ist das der Wagen des Mörders? Okay. New Data for Keine Geoanalysendaten. So, was haben wir noch? Wir haben noch Autoreifen. Spuren. Passen die denn zu dem Fahrzeugtyp? Chevrolet Malibu. Okay. Auch hier keine Daten. Okay. Schade. Okay, was haben wir noch? Die Origami-Figuren. Die seine Frau eben hat. Was er jetzt was angezeigt. Ja, da haben wir noch die Orchidee, aber die haben wir, glaube ich, schon mal uns angeguckt. Gucken wir uns trotzdem mal an. Aber vielleicht bringt er jetzt alles in Verhältnis zueinander. Ja. Okay, das sind die Blumenläden, wo du die überall bekommst. Ja, immer noch so viel. Weil das Origami-Papier, glaube ich... Schade, das Gesicht des Fahrers ist nicht zu erkennen. Hatten wir auch schon mal. Ein gestohlenes Fahrzeug. Moment. Jackson Neville wurde verdächtigt, aber die Anklage wurde fallen gelassen. Keine ausreichenden Beweise. Aber Centurio, grüß dich, Onkel Tom. Wieder keine Daten. So, jetzt haben wir aber den Führerschein. Jackson Neville. Jackson Neville, alias Mad Jack, handelte mehrfach mit gestohlenen Fahrzeugen, gilt als außerordentlich gefährlich. Er könnte dem Mörder das Fahrzeug gestellt haben. Ziemlich vage Spur. Aber okay. Mehr habe ich im Moment nicht. Bewaffnete, gefährliche Person. Ja, aber sollten wir uns dann trotzdem mal angucken? Ja. Vielleicht gibt er uns ja ein paar Informationen, nachdem wir... ihn überzeugen konnten. Du meinst, Scheiß aus dem Neibeprügel genommen! Es ist diplomatisch, mit Worten natürlich. Wir verprügeln argumentativ. Richtig. So, Morgensonnenscheinchen. So, jetzt wird wahrscheinlich Ethan Maas nebenan aussehen wie ein Teller bunte Knete. Weil wir uns hier mit Tryptychusin voll geballert haben. Hat Maas gestanden? Nein, noch nicht. Er ist bewusstlos. Wenn er wieder aufwacht, geht's weiter. Er ist tougher, als ich dachte. Können wir einfach ins Verhörzimmer gehen? Ganz egal, der sieht. Müsste eigentlich, oder? Wie alle. Wenn wir uns aufhalten. Auf jeden Fall. Na gut, er ist halt ohnmächtig. Das war sehr gute Arbeit. Ich werde mit der Presse sprechen. So etwa in einer Stunde. Das wird eine weggehen. Riesen... Gehen Sie raus. Ich... Lieutenant Blake sagte... Bitte. Gehen Sie raus. Kam da jetzt gerade noch jemand rein? Okay, Sir. Hat sich zumindest so angehört. Ich warte dann vor der Tür. Verdammt. Sind Sie okay, Ethan? Ja, komm erstmal aufhelfen. Vielleicht gewinnen wir dadurch ein bisschen Vertrauen. Ich muss hier raus.
Ich muss Sean retten. Ich werde Ihnen helfen. Okay, wir werden jetzt Ethan helfen beim Ausbruch, oder was? Wahrscheinlich. Oha. Also ich würde jetzt mit ihm zusammen... Aber wie? Ist halt die Frage, wie? Wie? Hier ist die Kamera an. Nein. Kann ich die Handschellen einfach lösen? Können wir vielleicht erstmal rausgehen und den Polizisten wegschicken? Das wäre auch eine gute Sache, oder? Gehen Sie mir mal einen Kaffee holen. Ja, Sie da, Trooper. Kommen Sie her. Okay. Kommen Sie mit. Vielleicht ist die Kamera doch an, wir müssen die erstmal ausschalten. Ja, ich guck mal. Interrogation Room, ja, ist immer noch an. Schau mal an. Gleich nicht mehr. Was macht er schon wieder da drin? Nun mach doch. Ich hasse es. Aus. So, jetzt schicken wir ihn wieder raus. Tschüss. Die Frage ist, wie kommen wir hier raus, ne? Irgendwie. Letztendlich, wir sind direkt im Großraumbüro. Da ist nicht so viel Platz zum Verstecken. Trooper, wir hätten Ihnen erlaubt, wieder reinzukommen. Gehen Sie raus. Kann ich überhaupt? Ich kann gar nichts machen. Muss ich eine Ablenkung vielleicht fertig machen? Also hier irgendwie. Der Klassiker, Feueralarm? Ja. Warum? Feueralarm, Feueralarm! Los! Also die Steuerung ist manchmal ganz schön wild. Okay. Was können wir sonst noch machen? Ich wollte eine Schlägerei anfangen. Wo ist denn unser besoffener Kumpel, wenn wir ihn mal brauchen? Guck mal, der hat da vorne, was ihm deine Mutter gesagt. So, was ist denn mit ihm hier? Wollen wir mit ihm hier irgendwas machen? Nein. Ja, er ist ja bockig auf uns. Ich hätte gedacht, wir können ihn schubsen oder so. Was ist denn da hinten für eine schöne rote Tür? Warte. Schöne rote Tür, ja. So völlig rot. Sieht aus wie ein Fahrstuhl. Ah, Fahrstuhl. Aber können wir damit was machen? Können wir nichts machen. Nein. Kann man machen nichts. Gibt's hier denn irgendwie, warte mal, Kameraperspektivenwechsel? Gibt's nicht. Morgen, grüß dich. Oh, warte mal, können wir einen Kaffee da reinbringen oder irgendwas? Du meinst von hier vorne, von diesem Automaten? Auf der anderen Seite war glaube ich auch noch einer. Aber wir können erstmal hier kurz hin. Ich guck mal. Nein. Nein. Was muss ein Mann tun, um hier einen Donut zu bekommen? Käffchen! Nein? Nein? Warte, warte. Soll ich das festhalten? Vorsichtig rausnehmen. Er ist heiß? Okay, gut. Okay. Scheint wohl nicht so geschmeckt zu haben. Verstehe. Gibt es denn sonst noch irgendwelche Sachen, die wir hier veranstalten? Nee, wir können hier nichts machen. Was ist denn jetzt? Also, wie können wir die Leute jetzt ablenken? Warte mal, müssen wir zum Chef herein? Müssen wir irgendwie Stunk machen? Ja, kann sein. Chef! Abgeschlossen? Oh, so Mist. Er ist nicht da. Okay. So, was haben wir da für andere Räume noch irgendwie? Können wir in die anderen Räume rennen? Office? Was haben wir hier? Ist das mein Office? Nee, oder? Ja, doch, scheiße, ist dein Büro, das ist mein Office. Okay. Haben wir hier irgendwas, was wir mitnehmen können? Eventuell benutzen können für... Wir können doch versuchen... Wahrscheinlich müssen wir Ethan hier in unser Büro bringen, aber was denn? Ich hätte jetzt gedacht, entweder müssen wir ihn ins Büro bringen oder wir müssen so eine Jacke oder irgendwas finden, einen Umhang, wo wir ihn so ein bisschen abschotten. Um uns Polizeijacke halt einfach anziehen. Ne? Genau. Was ist denn das hier vorne für ein Code? Das ist einfach nur...
Was ist denn, wenn du jetzt zu uns läufst? Da, wo die Polizistin jetzt gerade hinläuft. Was sind denn hier? Sind hier Schränke oder irgend so was? Was ist denn das denn? Was ist... Achso, das ist die Gefängniszellen, wa? Wenn wir die öffnen? Okay, der Junge schreibt gerade, ob wir dafür nicht erstmal die Handschellen abbekommen müssten. Oh, warte mal. Was ist denn hier drin? Ich muss mal ganz kurz hier gucken. Stripperin! Eine sexy Gürtelschnalle, ist schön, okay. So, wer ist das? Der war nicht so wichtig. Hier schläft jemand. Ah, okay. So, okay, was ist da hinten in der Ecke? Hier? Ja. Oh Gott! So. I hate it. Ja. Also Leute, falls ihr jetzt gerade zuschaut irgendwie und frisch dazugekommen seid, die Steuerung von diesem Spiel ist halt wirklich mega bockig, also. Okay. Was können wir sonst jetzt noch machen? Konnte man jetzt nicht noch in unsere Richtung laufen? Was? Da hinten was? Schon, ja, aber ich gehe nicht von aus, dass wir da jetzt... Also, man ist jetzt hier lang und dann nach genau. Links. Aber hier... nichts. Schade. Also nichts, dass ich was vielleicht mitmachen. Später. Ja. So, ich würde jetzt nochmal probieren oder gucken, ob wir hier... Okay, nix. Mit ihm können wir auch nicht, wirklich gar nicht mehr reden, oder was? Diese Steuerung! Können wir mit der Sekretärin reden? Oh, das ist eine gute Frage. Nee. Darcy! Okay, haben wir sonst noch was? Okay, wir haben hier keine Jacken, kein gar nichts. Okay, dann gehen wir nochmal ganz kurz, warte mal. Wir gehen nochmal ganz kurz hier erstmal rein. Um nochmal zu schauen, ob die Kamera auch wirklich aus ist. Warte, ja. Da ist doch ein Pulli, da hängt doch ein Pulli hier mal. Können wir den nicht nehmen? Gary, machen Sie eine Pause. Ich mach das hier. Echt? Ich muss nämlich mal dringend pissen. Die Schlüssel für die Gary, Alter. Auf meinem Schreibtisch. Aha. Was? Auf seinem Schreibtisch? Auf seinem Schreibtisch. Hat ja Herr Jünger schon einen kleinen Tipp gegeben. Vielen Dank. Okay, wo ist denn jetzt sein Schreibtisch? Na, schauen wir einfach mal. So viele sind es ja Gott sei Dank nicht. Okay, Gary. Sie laufen einfach nur sinnlos hier rum. Bist du Gary? Ja, das könnte Gary sein. Ganz subtil eingesteckt, das Ding. So, na dann gehen wir mal los. Ich mache überhaupt gar nichts Verdächtiges. So, Ethan. Ethan! Das war's. Sie sind frei. Irgendwas wie Dankeschön? Ja, so, beißt die Hand, die dich füttert, weißt du? Nehmen Sie das. Die machen Pause. Wenn sie sich beeilen, kommen sie unbemerkt raus. Sofort raus hier. Kein Anhalten, kein Reden, kein Denken. Nur laufen. Was soll ich sagen? Ich... Bitte danke. Rennen Sie einfach, Sean. Einfach ein Danke. Würde reichen. Ich hoffe, das war kein Fehler. Er hält doch wirklich noch durch den Haupteingang raus. Er hat einfach... Cojones, hast du? Hat er einfach Cojones? So, aber wir sind jetzt halt auf der Flucht. Vor rund einer Stunde erklärte die Polizei, dass der mutmaßliche Origami-Killer identifiziert wurde. Ethan Mars, Vater des entführten Sean Mars, ist flüchtig, vermutlich bewaffnet und gilt als gefährlich. Ja, ist halt, ne? Die Polizeifahndung läuft. Man hofft bald, die Festnahme dieses Psychopathen bekannt zu geben. Jetzt kommt bestimmt, wie heißt er? Madison. Hier ist was zu essen. Ich habe einfach mal ein bisschen was mitgebracht. Ich hoffe, das ist okay. Hilfe? Polizei?
Nein, wir haben sie abgehängt. Der Kerl an der Rezeption ist komisch. Ich traue ihm nicht. Sie sind überall in den Nachrichten. Jeder Cop im Land sucht sie, Ethan. Sie nennen sie den Origami-Killer. Stimmt das? Sind Sie der Killer, Ethan? Wir trauen uns eher an. Vertrauen. Wir sind mal offen und ehrlich. Ja, sie hätte uns so verhelfen können. Von daher können wir auch mit offenen Karten spielen. Ne? So, hau raus. Ich habe manchmal diese Blackouts. Dann weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich tue. Als ob ich eine vollkommen andere Person bin. Ich erinnere mich hinterher nur an Leichen. Die Leichen im Wasser. Das ist jetzt aber auch... Weshalb muss denn jetzt diese Apartment? Wahrheit sein, Alter? Warum sind Sie verletzt? Schwierig. Ich glaube, mein zweites Ich testet mich, meine Liebe zu Sean. Es will wissen, ob ich Sean genug liebe, um ihn zu retten. Also das glaubt heißt, er jetzt selber, dass er der Origami-Killer ist, oder was? Ja, ja. Ich weiß, wo Sean ist. Aber ich kann ihn nur über diese Prüfungen finden. Warum gehen Sie damit nicht zur Polizei? Ja, das würde ja interessieren, Alter. Und sag Ihnen was. Ich bin ein Irrer, ertränke Menschen und habe meinen eigenen Sohn entführt? Die sperren mich ein, aber ich muss doch Sean retten. Ich habe keine Wahl. Er hat doch nur mich. Wenn Sean in Sicherheit ist, stelle ich mich. Aber nicht früher. Sie halten das nicht durch. Sie machen sich kaputt, Ethan. Sean zu finden, ist das Einzige, was zählt. Es gibt sicher einen anderen Weg. Sie verstehen einfach nicht, die Zeit läuft. Sean stirbt in ein paar Stunden, ich habe keine Wahl. Bitte, Madison, gehen Sie. Vergessen Sie einfach alles, was Sie gesehen haben. Sie können mir nicht helfen. Wenn Sie mir helfen wollen, gehen Sie. Ich muss das alleine durchziehen. 257 schreibt gerade, Sean ist der Killer und hat sich selbst entführt, weil er mir Süßigkeiten wollte. Finde ich sehr schön, hier fällt mir gut. Etwa der tote Bruder. Jason. Er lässt sie einfach gehen. Okay, jetzt gucken wir uns als nächstes wieder die nächste Zeichnung an, oder wie? Den nächsten Hinweis. So, wie viel haben wir denn jetzt noch da drin überhaupt? Ich glaube, wir haben nur noch einen. Eine? Pistole? Nee, da ist nur eine. Also es gibt fünf insgesamt anscheinend. Okay. Das sieht nicht gut aus.